Türkischer Apfel. Ah, Josenmatrosen. Schön, dass ihr da seid. Ich mach's mir ganz kurz bequem hier. Ja. Draußen ist es... Es fängt jetzt langsam an mit diesem blöden Herbstwetter. Es wird kälter. Man ist noch mehr drin als Gamer, als man es eigentlich eh schon ist. Ja, und da man noch mehr drin ist, hat man noch mehr Zeit. Und dann fängt man wieder an, mehr an Filme zu schauen, ja. Und es ist jetzt Oktober. Und normalerweise gönnt man sich ja mehr Horror im Oktober. Aber ich sage, nein, ich fange jetzt mal anders an, ja. Ich habe genau das Gegenteil hinter mir. Und zwar habe ich mir einen Film angeschaut namens Green Book, ja, mit Viggo Mortensen und Mahershala Ali. Viggo Mortensen, für mich am meisten bekannt aus Herr der Ringe, da spielt er den Aragorn. Und ganz ehrlich gesagt, den Mahershala Ali, den kannte ich vorher nicht. Da sind einige Filme, in denen er mitspielt, die ich zwar vom Namen her kenne, aber die ich nie gesehen habe. Also das ist das allererste Mal, dass ich einen Film mit Mahershala Ali gesehen habe. Und ich war sofort begeistert von seinem schauspielerischen Talent, und zusammen mit Viggo Mortensen hat er einfach, also die beiden haben zusammen super voneinander profitiert vor der Kamera, ein super gutes gemeinsames Schauspiel haben die da auf die Beine gestellt zusammen. Und wer den Film Green Book jetzt nicht kennt, es spielt im Jahre 1961, Viggo Mortensen im Film mit dem Namen Tony Lip spielt einen Gelegenheitsjobler, der mit Frau und zwei Kinder und einer großen Familie über die Runden kommen muss. Und das Letzte, was er jetzt im Film sieht, was er macht, ist, er ist eine Art Mädchen für alles in einem Erwachsenen-Etablissement, sag ich mal, also so ein Casino oder einfach so ein Nightclub-mäßiges Establishment, sag ich mal. Es spricht sich rum, dass er einfach ein sehr rauer Typ ist, der gewisse Situationen gut meistert, ja. Im Gegensatz zu Mahershala Ali, er spielt einen hochbegabten Musiker, einen hochbegabten Pianisten. Mit zwei weiteren Kollegen ist er unterwegs, mit einem Bassisten und einem Cello-Spieler. Und dieser Mahershala Ali im Film namens Doc Shirley, aber er wird dauernd Doc abgekürzt von allen, also vor allem vom Viggo, seinem Charakter. Dieser Mahershala, also dieser Doc, sucht einen Fahrer, denn er wird für 8 Wochen zusammen mit den anderen beiden Kollegen quasi eine Tour durch den Süden Amerikas machen. Und es hat einen ganz bestimmten Grund, warum er das machen möchte. Der Doc ist ein Schwarzer, der nicht wirklich weiß, wo er hingehört. Ja, ich versuche jetzt nicht zu viel zu spoilern in dem Film. Aufgrund seiner Hautfarbe, er weiß nicht genau, wo er hingehört. Und er möchte in den Süden, wo er genau weiß, da ist es definitiv schwieriger als schwarzer Mensch, ja. Da ist der Rassismus definitiv noch gegenwärtiger als in New York, wo beide leben im Film zu der Zeit. Und der Film ist aber, da geht es nicht ganz so viel um den Rassismus im Süden, sondern vielmehr um die Charakterentwicklung zwischen Viggo Mortensen, also dem Tony Lip, und dem Doc, da sie wirklich zwei grundauf verschiedene Menschen sind, ja. Am Anfang sieht man eine Audition, Casting will ich es nicht nennen, also ein Vorstellungsgespräch, denn der Doc sucht einen Fahrer, wie gesagt. Und er
man sieht zwei, drei andere vor ihm, die drin sind, wieder rausgeschickt werden. Und das Ding ist einfach, dass der Doc, obwohl er gleich merkt, dass Tony doch ein sehr eigenköpfiger Typ ist, ja, kein ja, Sir, nein, Sir, sondern vorneweg raus sagt, was er denkt. Genau deswegen auch möchte er ihn als Fahrer unbedingt haben, denn er hat vor allem seinen Namen, Tony Lip, des Öfteren gehört. Ja, weil natürlich hat er seine Helfer rausgeschickt quasi sozusagen, um Fahrer zu finden, die geeignet sind für den Job. Lange Rede, kurzer Sinn, die beiden machen sich auf in dem Film und, Entschuldigung, ganz am Anfang bekommt Tony ein Buch in die Hand gedrückt, nachdem der Film auch benannt ist, Green Book. Und was dieses Buch quasi ist, ist ein Guide für Schwarze, die damals im Süden unterwegs waren, in dem drin steht, wo sie nächtigen können, wo sie essen können, ja, wo sie sich amüsieren können, denn durften sie nicht früher, überall. Es gab gewisse Etablissements, wo Schwarze nicht rein durften, nicht essen gehen durften, pipapo. Ja. Und das Ding an dem Film ist, er ist ähnlich aufgebaut wie Driving Miss Daisy damals mit Morgan Freeman oder Ziemlich beste Freunde mit Idris Elba. Dieser Film ist ähnlich, ja. Zwei Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein können. Und das ist das Coole an dem Film, dass es nicht nur einer ist, der dem anderen quasi was beibringt, sage ich mal, und ihn ändert, sondern beide ändern sich und zeigen einander ihre Welt, ihre Ansicht und beide lernen daraus, ja. Und beide können damit, ja, wachsen, sage ich mal, als Mensch, ja. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da machen sie kurz Pause, Vigo steigt aus, Tony, Entschuldigung, steigt aus und das ist so ein kleiner Laden am Straßenrand, wo man, ja, quasi Souvenirs kaufen kann und da war auch ein Korb mit Steinen und eines dieser Steine ist scheinbar aus dem Korb rausgefallen und auf den Boden gefallen, ja. Vigo, Tony, geht hin und hebt den Stein auf und steckt ihn ein. Der Bassist, der auch dabei ist, also sie sind in zwei verschiedenen Autos, separaten Autos unterwegs, der Bassist geht zu dem Doc hin und er sagt, ey, er hat gerade einen Stein eingesteckt, der hat ihn nicht bezahlt, ja. Daraufhin spricht der Doc den Tony an und sagt, was soll das? Warum machst du das? Und der Tony, ja, der lag auf dem Boden. Ja, das war ein Stein, der auf dem Boden liegt. Warum soll ich den bezahlen? Ja, und dann ging das so ein bisschen hin und her. Und schließlich hat der Doc ihn dazu gebracht, den Stein wieder zurückzulegen. Ja, und lauter so Kleinigkeiten sind immer wieder im Film zu sehen. Auch, ja, wie gesagt, dieses Rassismus-Thema, sie sind im Süden unterwegs und das Krasse ist, sofern er performen muss, Klavier spielen muss, super angesehen bei den Leuten, ja, aber sobald es dann ging, danach oder davor, also dass es vielleicht danach ein Essen gab, im gleichen Raum, im gleichen Saal, durfte er nicht essen, ja. Und so geht das hin und her. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen so das Nebenbei. Es geht hauptsächlich um die Charakterentwicklung zwischen Tony und dem Doc. Und dass sie doch, und das ist jetzt kein Spoiler, man kann sich's ja denken bei so einem Film, sich doch freundschaftlich und menschlich immer näher kommen. Ja? Mir hat der Film wirklich, wirklich gut gefallen. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Film, den ich nochmal schauen muss. Einmal reicht mir. Aber er hat meiner Meinung nach für mich alles richtig gemacht. Er ging, ich glaube, 2,5 Stunden, 3 Stunden, lasst mich lügen, oder 2,5 Stunden. Und ich war todmüde. Es war nachts um 1, ich war todmüde, aber irgendwie, und es ist nichts Ungewöhnliches, dass ich bei einem Film mal einschlafe, weil ich bin ständig müde, ja. Aber der Film hat mich doch gepackt. Gepackt, um zu sehen, was passiert, wie geht das jetzt weiter, wie entwickeln sich die beiden, ja. Und ja, super, reine Empfehlung, wirklich schöne Bilder, schöne
ja, die Kamera, das Camera Work ist ausgezeichnet, das Color Grading, der Score, die Musik. Kein Charakter in dem Film kam mir irgendwie deplatziert vor oder halt falsch am Platz. Alles super gecastet. Dialoge, wie ich sie mir wünsche in einem Film, die mich ein bisschen zum Nachdenken bringen. Zitate des einen oder anderen, der hängen blieb in meinem Kopf, ja, die mir auch helfen im Leben, vielleicht ein bisschen Dinge anders zu sehen. Pipapo, ja. Auch ein bisschen damit zu wachsen. Also ein Film, der mir zeigt, ja, der mir auch hilft, ein bisschen zu wachsen als Mensch und ein bisschen nachzudenken über das eine oder andere. Ja. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Green Book, schaut ihn euch an. Auf Netflix habe ich ihn mir angeschaut. Wer Netflix hat, schaut ihn euch dort an oder leiht ihn euch aus. Es ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung zu dem sonstigen Horror, Science Fiction, Action, wie auch immer, was wir uns oder was ich mir normalerweise so anschaue. Ja, sehr zu empfehlen. Green Book. Ja, gönnt ihn euch. In diesem Sinne, stay safe. Danke fürs Reinschalten. Passt auf euch auf. Euer